Und da melde ich mich wieder zurück aus dem Trumbull Valley und ich muss mal betonen, das ist nunmehr schon die 32. Folge. Nein, die 33. sogar schon und das ist echter Wahnsinn, wie viele Videos man hier machen kann, Akribisch. beziehungsweise wie lange man hier spielen kann, ohne wirklich voranzukommen. Aber jetzt will ich mal wieder so einen Vorstoß wagen. Ich habe Sam eingepackt. Und werde jetzt diesmal nicht alleine losziehen, weil ich will jetzt nochmal zur Tankstelle. Dann nehmen wir uns die Karre mit. Dafür ist sie da. Noch ein Versuch. Die werden jetzt natürlich erstmal wieder alle da sein, aber naja. Kann man wohl nichts machen, ne? Ich muss das Lager endlich mal so ein bisschen verschieben, um näher an anderen potenziellen Ressourcenquellen zu sein. Weil hier gibt es einfach nichts mehr. Und die Wege sind auch so weit aufs Land raus. Nicht genügend Waffen für alle. Soll ich auch noch Waffen sammeln oder was? Ist das auch eine Mission? Warte mal, ganz kurz gucken. Nee. Ja gut, da müsst ihr jetzt durch, Freunde. Wir können nicht alles haben. Vielleicht gibt es im neuen Lager ja etwas mehr Ressourcen. Da zähle ich die Waffen jetzt einfach auch mal dazu. Generell muss ich aber sagen, dass ich relativ wenig Munition habe. So, nochmal drüber. Und da ist die Horde auch schon tot. So, ach, das war das hier, wo diese lustigen Dinos rumstehen. Jurassic heißt dieses lustige Viertel hier. Und hier wimmelt's, glaube ich, von den Typen. Das war ja schon mal ein ziemlicher Akt, hier überhaupt wieder wegzukommen. Ich hoffe, dass ich dieses Mal nicht vorzeitig den Rückzieher machen muss. Weil, wow, das wäre reine Ressourcen- und Zeitverschwendung auch vor allem. Weil wenn ich dann jetzt wieder einen Rückzieher mache, dann kommen wieder zig Funksprüche. Mach das, mach das. Dem geht's nicht gut, dem muss man den Hintern putzen. Alle so unselbstständig hier. Ist doch nur eine Zombie-Apokalypse. So, Sam. Dann hilf mir mal. Dann nehme ich erstmal hier die Tankstelle auseinander. Guck mal, was es hier so zu holen gibt. Und werde dann, wenn dieses Viertel hier so ein bisschen aufgeräumt ist, dieser Abschnitt von dem Gebiet, die Kavallerie rufen, die mir dann, wow, Nahrung bringt. Toll. Ach, ihr macht doch echt, ihr macht mich fertig. Einmal was Sinnvolles, das wäre einfach toll. Ich meine, das ist eine Tankstelle. Wo ist das Benzin gelagert? Ich meine, ich kann ja schlecht die Zapfsäule annagen oder auslutschen, oder? Vielleicht haben die hinten noch einen Lagerraum. Das wäre noch eine Möglichkeit. Sag mal, ich war doch drin, da war doch alles aufgeräumt. Wo kommt die jetzt wieder her? Ja, geil. Denkbar geiles Timing. Die Waffe geht bald kaputt. Das ist doch schon wieder zum Kotzen. Das hätte mir nicht vorher auffallen können. Nein, das muss jetzt sein. So, was haben wir hier? Einfach nur ein weiterer Eingang in diese Tankstelle, in der es scheinbar nichts Besonderes gibt. Ja gut, die Nahrung. Ich meine, wenn es jetzt gar nicht anders geht, dann werde ich halt die Nahrung abholen lassen. Das ist immerhin besser als nix. Aber ich gehe jetzt nochmal auf diesen Aussichts. Dinosaurier. Und guck nochmal, wo das hier ist mit dieser potenziellen Heimatbasis, weil da habe ich was entdeckt. Letztes Mal und hab's dann irgendwie von unten wieder nicht mehr gefunden. Please do not climb. Haha. Ich bin so ein Draufgänger, ich kletter trotzdem hoch. So, wo war das mit dieser potenziellen Heimatbasis? Jetzt geht nichts mehr, oder was? Ach, hier muss ich hoch. I'm there.
I'll take a look around. Aus. Das ist die Frage, ist die potenzielle Heimatbasis. Warte mal, wo gucke ich überhaupt hin jetzt? Richtung Süden. Minimarkt. Na, ist die jetzt dahinter oder ist das das hier? Also hier ist wirklich nicht viel los. Gehe ich gleich wieder runter. Ich könnte aber trotzdem schon mal die Läufer bestellen, damit zumindest mal die Nahrung weggeschafft wird. Ich weiß auch gar nicht, was mit überschüssiger Nahrung eigentlich passiert. Ich dürfte ja eigentlich schon am Limit sein. Mal gucken, ob das geht. Ruf nach Plünderern. I found some supplies. Send runners for pickup. They'll be on their way soon. Super. Okay, Plünderer nähern sich, das ist ein gutes Zeichen. Blöd ist nur, dass diese Horde da rumrennt. Naja. Nee. Ich will nichts riskieren, nicht, dass ich da noch jemanden verliere. Dann flüge ich die jetzt schnell um. Wenn ich da hinkomme. Aber das ist schon etwas komisch. Hier wird auch als Ressource, oder wurde als Ressource vorhin eigentlich Benzin angezeigt. Kann es sein, dass wenn irgendwer in der Klemme steckt, dass es immer Jackson ist? Was macht der Idiot bitte? Autsch. So, aber ich werde es trotzdem nicht hineilen und Jackson helfen. Sondern erstmal gucken, was es hier noch gibt. Das Klo schießt leer aus. Was? Damien braucht Hilfe. Wo ist Damien? Oh, nee. Das ist nicht dein Ernst. Oh. Ich will doch jetzt nicht zurück. Hi. See ya. Oh Mann, das kotzt mich jetzt an. Aber der ist verschanzt in der... Ich wechsle jetzt einfach schnell. Kann ich Damien wählen? Nee. Wen nehme ich denn jetzt? Daniel? Oh, ich kann hier nicht weg. Ach, das kotzt mich an. Könnt ihr nicht einmal was alleine hinkriegen? Gut, ich fahre nochmal zurück, dann umfahre ich nachher die Tankstelle einfach, wenn ich wieder zurückkomme und gehe gleich in die Häuser rein. Aber nicht, dass mir der jetzt noch abkratzt da, das wäre doof, weil Damien ist eigentlich mein neuer Liebling geworden, nachdem ja einige das Zeitliche gesegnet haben und die Karre wohl auch gleich. Ach, verdammte Scheiße. Das ist doch alles nicht mehr schön hier. Gut, ich glaube... Schön war es noch nie. Aber diese ganze Hin- und Herfahrerei. Ich habe halt auch Angst, dass wenn ich jetzt... Steigst du jetzt mal ein? Bist du dumm? Danke. Ich habe auch Angst, wenn ich jetzt so auf einen anderen wechsle, dass dann Sam gleich wieder abhaut und ich diese Einflusspunkte praktisch auch einfach mal versenkt habe. Ich glaube, nach einer bestimmten Zeit hauen die eh ab. Aber ich will es jetzt nicht drauf ankommen lassen. Jetzt habe ich mir schon mal wieder einen Verbündeten geholt, der dann mitkommt und dann sowas. Alles Zeitverschwendung. Es wird langsam richtig eng. Wie soll ich da jemals vorankommen? Ja, genau. Zeit nach Hause zu gehen, müssen mich verarschen. Effektiv wieder nichts gemacht. Und die haut ab. Ja, Gott sei Dank kann er sich immer wieder so ein bisschen selbst befreien. Don't give up now. Ich werde dann aber eh gleich wieder zurück zur Tanke gehen müssen. Weil jetzt habe ich da schon
in Auftrag gegeben, dass er dahin soll. So, das war der Hockeyschläger. Braucht dringend einen neuen Prügel. So. Läufer in Schwierigkeiten. Okay, ist erledigt. Gut, dann hole ich mir jetzt noch eine neue Schlagwaffe, eine Hiebwaffe, eine Stichwaffe oder was auch immer ich da jetzt im Angebot hätte. Und mache mich dann wieder auf zur Tankstelle. So. Dann aber schnell jetzt, Freunde. Ich sollte echt mal ein anderes Kaliber nehmen. Forester. 7, ja, das ist gerade die Art von Munition, die ich am wenigsten habe. Die scheint wohl gerade für die meisten Waffen zu passen. Das ist doch. So, jetzt nehme ich mal eine Hacke. Ja, eine Hacke nehmen wir. Hacke Spitze, Hacke Spitze. Forester. Ach, scheiße, ich nehme die Schrotflinte. Was? Maya hat überlebt. Ja, das ist immerhin etwas. Das heißt, dass sie jetzt demnächst zurückkommt. Ne, scheiße, jetzt habe ich wieder die falsche geholt. Das ist wieder Punktverschwendung hoch 10. Die Pumpgun wollte ich doch. So, bisschen Munition noch kaufen. Und dann wieder los. Das ist nur die Frage, sollte ich vielleicht nochmal jemanden mitnehmen? Weil, wer weiß, was mir da jetzt wieder begegnet. Und wenn ich dann Damien nochmal helfen muss, wovon ich einfach mal ausgehe, weil ich dem irgendwie dauernd jetzt helfen muss. Der hat's ja wirklich nicht weit geschafft, ohne in Schwierigkeiten zu kommen. Komm mit, halt mir den Rücken frei. Genau, sehr schön. Du kommst jetzt mit. Und dann geht's jetzt halt nochmal dahin. Ich sag doch, es ist erstaunlich, wie viel Zeit man in dem Spiel verbringen kann, ohne wirklich Fortschritte zu machen. Auf der einen Seite ist es cool. Okay, Bauprojekt abgeschlossen. Schlafbaracke. Ach, das habe ich vorhin in Auftrag gegeben. Das ist sehr gut, dass die endlich fertig und erweitert sind. So, jetzt fahren wir wieder zur Tanke. Tja, was soll ich dazu sagen? Pech! Die Waffen würden reichen, die Munition nur nicht. Steht hier noch so ein grüner? Okay, den könnte ich zur Not auch noch nehmen. Naja. So, und ich wette, dass alle wieder da sind. Zumindest die Herde macht jetzt einen schlechten Eindruck auf die Gesamtsituation wieder. Ich denke mal, wenn die zurück sind, dann kommen da drin gleich auch wieder welche. Oh ja, da ist alles voll. Dann jetzt guck ich mal, wo ist eigentlich Damien? Sollte der nicht längst da sein? Wo ist der? Oder hat der abgebrochen? Ne, der ist auf Mission. Seltsam. Komme ich da überhaupt durch? Ohne. Ne, wahrscheinlich nicht. Da komme ich wirklich nur über den Parkplatz hier rein. Upsi. Boah, jetzt dachte ich schon, das Auto kippt. Muss er jetzt nicht sein. Allerdings, wenn ich so weitermache, ist es egal, ob es kippt oder nicht. Das geht trotzdem drauf. Boah, ist die hartnäckig schon wieder. So, da sind Häuser, da glitzert es zumindest mal wieder. Jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt natürlich gleich
alles geplündert kriege, dann brauche ich die Basis fast nicht verlegen, glaube ich. Aber ich werde mich hier noch genauer umsehen. Vielleicht ist hinterm Hügel noch irgendwie sowas wie eine Ruine. Oder ein altes Haus oder ein Lager. Da klopft's schon wieder. Aber immerhin mal ein Haus, das ich noch nicht geplündert habe. Das heißt, hier sollte wirklich was zu holen sein. Ein Revolver. Nehmen wir doch mal gerne mit. Einfach nur, um es dann einzulagern. Vielleicht sind sie ja dann wieder zufrieden. Ist eigentlich lächerlich. Also meiner Meinung nach sind genug Waffen da. So, der ist ein bisschen blöd. Oder die. Uah! Da war ich wohl zu langsam. Ich wollte sehen, wie sie den Kopf nochmal gegen die Wand haut, aber den Gefallen wollte sie mir wohl nicht tun. Aber ich könnte ja trotzdem mal hier einen Außenposten errichten, einfach um das Gebiet ein bisschen sauberer zu halten. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Sofern ich... Boah, hier ist wieder viel Zeug. Noch ein Revolver. Aber was hau ich jetzt raus? Kaliber 22, Revolver. Lebensmittelressource. Ich kann es halt auch nicht verwenden, weil ich keine Waffe habe, die irgendwie brauchbar wäre. Aber vielleicht hat er noch Platz hier. Ich kann ja mal kurz wechseln. Nein! Boah, jetzt geht Daniel nach Hause. Das darf doch nicht wahr sein. Warum? I found some supplies. Send runners for pickup. I'll get people moving. I owe you one. Oder wie jetzt? Ah ne, warte, er will. Oder hat er jetzt einfach gewechselt? Ist jetzt einfach ein anderer erschienen oder? Ich schnall's gerade gar nicht. Max, wohl Zeit nach Hause zu gehen. Nee. Nix nach Hause. Wir sind noch lange nicht fertig. Was sind denn das für Schlappschwänze? Die paar Zombies, die ich jetzt umgehauen habe, die machen euch schon platt. Und hier ist wieder ein Außenposten, der mir theoretisch nur Nahrung liefern würde. Das heißt, das ist wieder nix. Ach, Leute. Ich hoffe, das klappt dieses Mal besser mit den Plünderern. Oh. Oh. Ist das hier ein automatisches? Oh Mann. Ich nehme nie wieder einen Läufer mit. Nie wieder. Mehr schlecht als recht. Wo hatte ich denn jetzt diese Waffe? War das? Ich glaube, das war in dem Koffer, oder? Ah, den siehst du dann ja so schlecht. Wenn man ihn einmal geplündert hat, dann leuchtet er ja nicht mehr. Oh, Leute. Könnt ihr denn gar nichts ohne mich? Wo ist der blöde Koffer? Da ist er. That's the kind of shit I like to see. So, noch zwei Räume habe ich scheinbar, die nicht durchsucht worden sind. Lampe aus. Aber hier gibt's scheinbar nichts. Guck mal hier noch rein. Better look around some more. All quiet here. Haus ist sauber. Hier werden lauter Ressourcen noch angezeigt, aber es ist scheinbar nicht genug im Moment da. Ich weiß nicht, ob das dann wieder anders spawnt, wenn ich kurz gehe. Mal sehen. So, wo ist denn der Läufer in Schwierigkeiten? Schon wieder da! Mensch, die verschanzen sich immer in dem scheiß Markt drin. Geh jetzt. Ah. Gut, nochmal zurück. Hilft ja nichts.
Dann kann ich gerade den Scheiß abliefern. Oh, da sind zwei Horden unterwegs. Oh, oh, oh. Da ist einer von meinen Läufern. Gut, dass das denen scheinbar nichts ausmacht, wenn ich da einmal durchrase. Allerdings macht es dem Auto was. Tja, die Karre kann ich dann wohl auch vergessen jetzt. Jetzt guck ich mal, was da hinten ist. Ne, da ist jetzt auch nichts Besonderes. Ich hoffe, der kriegt das jetzt mal auf die Reihe. Oh, das war eine gute Idee. Okay, jetzt sind die platt. Allerdings muss ich mir jetzt erstmal schnell ein neues Auto besorgen, aber da steht ja. Oh, ja, das Ding ist wohl hochgegangen. I'm in position. I'll check to see what's here. Problem ist jetzt halt, dass zwei Läufer unterwegs sind. Das ist nicht sehr gut. So, will ich erstmal was einlagern. Das Auto sollte ich dann allerdings auch nehmen, sonst bringt die ganze Aktion ja auch nichts. Oh Mann. So. Ach, der plündert jetzt den scheiß Supermarkt erst. Mensch, das habe ich doch schon vor Ewigkeiten in Auftrag gegeben, oder? Kein Kommentar dazu. Stirb, 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 stirb. Na gut, ich hoffe, ich krieg das irgendwie gemanagt, dass ich jetzt kurz zurückfahre und wenn es dann hier brenzlig wird, dass ich dem auch noch helfen kann. So. Dann aber schnell jetzt. Schnellreisesystem würde dem Spiel auch gut tun, aber ich glaube, das wäre zu einfach. Dann würde dieser Zeitdruck so ein bisschen wegfallen. Den man ja nun mal immer wieder hat in dem Spiel. Das ist echt, also ich komme echt nur schleppend voran. Aber ich habe ja weiter vorne irgendwie eine Villa gesehen. Vielleicht war das die potenzielle Heimatbasis. Ich weiß halt nicht, oder soll ich den Vorstoß wagen und gleich in... Und gleich in die Großstadt gehen? Vielleicht wäre das klüger. Alter, jetzt hängt er sich auch an die Tür ran. Ja, mit der Schrotflinte so ein bisschen für Aufsehen sorgen. Boah, Junge. Bis der immer nachlädt. Da vergehen Jahre. Und nein, ich will jetzt nicht übertreiben. Das ist echt so. So. Puh. Also auf Dauer hat das so keinen Sinn hier. Und ich wüsste nicht, was ich besser machen könnte. Ne, ich bin wohl noch nicht nah genug rangefahren. Okay, Damien ist auf dem Rückweg. Gut, dann kann es sein, dass ich das irgendwie so hinbekomme. So war das nicht gedacht. So. Aber mit den Ressourcen vorkommen, also irgendwie passt das nicht. Du bist überlastet. Wie schön. So. Jetzt weg mit dem Zeug. Ach, das ist doch nicht normal, ey. Oh, da habe ich wohl zu viel gebunkert jetzt.
Eventuell brauche ich es aber noch. Der ist zwar total müde, denke ich jetzt schon, der Daniel, aber... Was soll ich machen? Ich will jetzt nicht dauernd einen Charakter wechseln, ohne Fortschritte zu machen. Weil dann können sich die anderen noch vollends ausruhen ein bisschen und dann... Könnte ich doch vielleicht noch einen Vorstoß wagen in die Stadt. Beziehungsweise, nee, ich wollte ja erstmal diese Villa abchecken. So, wer hat Probleme? Der da. Gut, das ist zum Glück nicht weit, dann geht's noch. Ich dachte schon, der ist wieder wo ganz anders. Mal sehen. Ein bisschen abkürzen vielleicht. Nee, das hat auch nicht wirklich geholfen. Bis ich da über die Mauer klettere, da kann ich auch drum rumfahren. Hold on, I'm coming. Could be trouble on the left. Nicht nur rechts, sondern links. Überall. Dude, help, help, please. Kumpel, Hilfe, jetzt, bitte. Okay. Jacob ist echt eine Memme. Jedes Mal. Ich weiß nicht, ob das hier der geborene Troublemaker ist. Aber es scheint fast so. Immer der. Den habe ich nicht mal losgeschickt als Läufer, soweit ich mich erinnern kann. Na gut, man kann sich's nicht aussuchen, aber ich dachte, Leandra und Damien waren jetzt unterwegs. Könnte man sich doch mal ein bisschen zurückhalten. Boah. Was, dann hilft der noch nicht mal. Da bleibt er in dem scheiß Teil da stehen, in der Garage und wartet, bis sich alles von allein erledigt. Wir? Ich habe den in die Ärsche getreten. Du hast überhaupt nichts gemacht, du Penner. Da ist schon der Nächste in Not. Das ist doch nicht normal. Dann aber schnell jetzt. Wer ist es jetzt? Oh, 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 oh. Wo ist er denn? Hockt der im Busch drin oder was? So. Aua. Oh Gott, ich habe keine Pillen mehr. Verdammte Kacke. Verdammt! Ich muss in das Auto kommen. Irgendwie in das Auto kommen. Bitte, bitte nicht noch einer. Nein, 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 nein! Geht weg, geht weg, geht weg, geht weg! Geht weg! Nein! Schnell, steh auf, steh auf, steh auf! Auto rein. Und erstmal alle über... Boah, war das knapp. Da hinten hockt er, hinterm Auto. Ich habe ihn gesehen. Oh Gott, das war wieder knapp. Dann werde ich wohl wieder einen Verletzten haben. Jetzt komm doch, steig doch ein. Ist doch alles gut. Okay, es ist höchste Zeit, den Daniel erstmal eine Pause zu gönnen. Aus hier. Kann ich mit dem reden oder was? Oh, thank God. Time to go home. Ja, Luke, komm, hopp. Boah, das war jetzt scheiße knapp. Gibt's doch nicht. Ja, das ist echt irgendwie ein Schritt nach vorne, zwei zurück. Gut, nach dem Schock werde ich jetzt erstmal eine Pause machen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, Leute. Und ich hoffe, dass es dann endlich mal klappt. Ciao.